So, liebe Freunde, wieder da. Gerade eben hatte ich einen Bluescreen, warum auch immer. So, deswegen quatschen wir einfach nochmal mit Straight. Once people became aware of their own frailty, they seized anybody they found undesirable, cursed or no, and impounded them here. Whoever posed even the slightest threat was removed, all so that they could sleep better at night. They even turned the great strain into a stone. Many kingdoms rose and fell on this tract of earth. Mine was by no means the first. Anything that has a beginning also has an end. No flame, however brilliant, does not one day splutter and fade. But then, from the ashes, the flame reignites, and a new kingdom is born, sporting a new face. It is all a curse. And it is your cursed flesh that will inherit the flame. Pyromancy was created by the ancient Witch of Fire. She harnessed the power of flame and melded it into pyromancy. The witch led her daughters into war against the old ones. But legends are legends. What are you prepared to believe? Oh, how long was I sat petrified? Long enough for the old kingdom to have crumbled, I see. Why didn't anyone wake me sooner? Drang Lake. I've never heard the name. Is that what they call this place now? Very good. Very good indeed. The cursed ones were imprisoned within. Of course, you came of your own free will. The people feared the cursed ones like a plague. Some people would rather keep dreadful things out of sight, out of mind. In the end, they swept them up and corralled them here. So very typical of meek minds, don't you think? Ich frage mich, ob da jetzt tatsächlich noch was Nützliches für mich kommt. Aber hey, schaut mal, wir haben beide den gleichen Stab und meiner steckt ihm im Bauch. Once people became aware, they seized anybody they found undesigned. Whoever posed even the... Okay, also wir haben jetzt das ganze Gespräch mit ihm jetzt durch, also irgendwie... Also irgendwie kam da jetzt irgendwie doch nichts bei rüber. Ja, ist jetzt ja auch nicht so wild. Wir gehen jetzt zurück in Tiefspunkt des Heiligtums. Weil wir wollen ja gucken, was hinter dieser Nebelwand auf uns wartet. Auf jeden Fall könnten wir jetzt hier theoretisch... jemanden rufen. Oh, ich habe sogar noch meinen Ring der Lebenssicherung. Ach, sehr gut. So. Ich guck nur eben, dass ich jetzt auch alles richtig habe. Aha. Schwäche Schweif. Oh, oh, das klingt nach dem nächsten Bosskampf. Ah ja, der Drache. Es ist der nächste Bosskampf. Oh Gott. Okay. Okay, er kann Feuer spucken, er kann ganz schön dick zuhauen. Und er kann mich vergiften. Ach super. Das
ist ganz schön viel auf einmal, was du hier raushaust. Du alter Drache. Okay, er schießt giftiges Feuer. Und mein Ring der Lebenssicherung ist gebrochen. Okay, dann würde ich mal sagen... Was machen wir? Wir machen auf jeden Fall erstmal einen Ringewechsel. So, hier kommt jetzt mein Ring für weniger Seelen verlieren. Und anstelle deines mache ich einen... Ich habe doch so den Giftbissring mit relativ hoher... mit hohen Werten. Jetzt schaue ich nur eben, was meine Löwenmagiergewänder sagen. Nee, ist leider auch nicht so, nicht so. Also da habe ich noch schon, ich habe schon, was Giftresi angeht, schon das Beste. Aber ich werde meine Zauber kurz mal neu ordnen. So, und zwar gehe ich jetzt mal wieder ein bisschen mehr auf Hexes. Ich hoffe mal, dass er anfällig ist für Hexereien. Aber schön, dass der Boss gleich danach kommt. Also, dass wir jetzt nicht noch durch noch ein Gebiet kämpfen müssen vorher. Das ist mal sehr erfrischend. So, was nehme ich noch mit für dich? Natürlich dann jetzt meine Hiers und die drei nehme ich mit. Also meine übliche Combo. So. Achso. Meine Ausrüstung auch mal wieder einstellen. Alles ja noch so ein bisschen aufgebaut auf der letzten Runde. Gut, dann würde ich mal sagen, testen wir doch mal aus. Also bestimmt dadurch, dass es ein Drache ist. Bestimmt, wenn ich jetzt in der Nähe... Okay, ich mache ihn auf alle Fälle Schaden, wenn auch nicht viel. Ja, wenn ich in der Nähe von ihm, von seinen Gelenken bleibe. Ah ja, er schießt auch. Ah, okay. Okay, also wenn ich in der Nähe seines Unterleibs bleibe, dann kann er mir nicht so viel Böses tun. Aber ich muss natürlich noch die Heilung in den Griff kriegen. So. Seelenspeere mal ausgerüstet. Okay, seine Feuersachen haben echt eine ganz schöne Reichweite. Ah, und sie hinterlassen auch direkt giftige Wolken. Also sind nicht nur giftig beim Einschlag. Okay, ist also ein ganz typischer Drache hier bei Dark Souls. Oha. Ja, ich muss durch seinem Moveset noch ein bisschen lernen.
frage mich, ob das Gift auf dem Boden auch wieder verschwindet oder ob hier dann einfach irgendwann mal der ganze Boden giftet. Ah, er will also auch nicht, dass ich unter ihm stehe. Ach fuck, jetzt bin ich mitten in sein Feuer reingeraten. Also mit Zaubern komme ich bei ihm auf jeden Fall schon weit. Was ich mal probieren will, ist bei ihm wirklich diese Zielflug-Seelenmasse. Würde ich mal die Hexes diesmal sogar weglassen. Weil die Hexes haben ja nicht so eine weite nicht so eine weite Flugweite. Da ist man ja dann oftmals. Und ich kann natürlich mal ausprobieren, wie viel meine Schläge bei ihm machen. Also nicht immer nur zaubern, sondern auch mal ein bisschen versuchen, im Nahkampf drauf zu hauen. Ah, ist natürlich super, das Ding genau zu zünden. Okay. Ich will wissen, wie viel ich den Nahkampfschaden mache. Okay, also meine Zielflug-Seelenmasse bringt mir einen erheblichen Nachteil bei ihm. Boah, fuck it. Hat er direkt zweimal gemacht. Seinem okay, wenn er über mich läuft, macht er auch guten Schaden. Okay, also Nahkampf ist bei ihm jetzt echt nicht so die gute Wahl. Ja, auch kein einfacher Bursche. So, ja, dann kann ich übrigens die Zielflug-Seelenmasse ja wieder rausnehmen. Und lieber dafür jetzt volle Power setzen hier auf diese ganzen Geschichten. Das Schwierigste bei ihm ist wirklich so erstmal sein Moveset zu kennen.
Ich bin im Gift. Ich weiß noch nicht genau, wie ich diesem Feuer ausweichen soll. Oh, er kann sogar... Okay. Auf jeden Fall ein knappes Überleben jetzt gerade gewesen. Aber ich bin noch nicht gerettet. Einmal trinken muss ich noch. Ich glaube, bei ihm ist wirklich tatsächlich mal der Trick, nicht an ihm dranbleiben, sondern wirklich Abstand von ihm halten. Oh Gott. Oh Gott. So viel zum Thema Abstand halten. Boah. Okay, er kann mich also auch noch so ein bisschen hitten. Ah, dieses Feuer, ne? Ah, schade. Okay, aber so ein bisschen habe ich jetzt sein Moveset ja schon drauf. Ich muss halt schauen, dass ich gerade dieses große Feuer und seinen Ansturm, den muss ich gut überleben. Ich denke, dann wird dieser Kampf jetzt hier auch mal ausnahmsweise gut möglich.
Und tschüss! Ja! Snee ist besiegt. Ihr habt gesiegt. Eine Seele habe ich bekommen, verdammt. Juhu! Erstmal wieder meinen Glücksschrei. Und nochmal hier. Juhu! Ja, liebe Leute, es war ein reiner Geduldskampf. Ich habe ihn jetzt sehr lange gekämpft. Natürlich für euch wieder nur das Wichtigste. Warum habe ich das gemacht? Ihr wisst es ja, um euch einfach die Qual zu sparen. Auf jeden Fall sehr viele Versuche für ihn gebraucht. Aber ich fand ihn jetzt nicht ganz so schwer. Das Fiese bei ihm ist halt, dass er halt diese ganzen Giftsachen kann. Aber im Endeffekt ist es ein reiner Geduldskampf. Ein echt, ein Geduldskampf. Mehr kann man dazu nicht sagen, weil er konnte mich mit keinem seiner Attacken one-hitten und die einzige Attacke, der ich nie ausweichen konnte, war sein blöder Giftnebel und also dieser Giftfeueratem, dieser lange Feuerstrahl, aber dem bin ich zum Schluss nicht mal mehr ausgewichen. Ich habe mich einfach treffen lassen, weil ich wusste, danach habe ich so ungefähr 5 Sekunden Zeit, um mich wieder hochzuheilen und damit war der Kampf einfach nur noch eine Zeitfrage und ich habe ihn geschafft, juhu, für 96.000 Seelen und jetzt gibt es hier hinten auch noch ein Item. Krone des versunkenen Königs, die Crown of the Sunken King. Eine fahle Hitze glimmt in der uralten Krone. Yorks Ring, haben wir jetzt hier gefunden, da hinten noch ein paar Seelen, Überreste von einem meiner Tode, brauche ich aber erstmal nicht. Wir haben jetzt erstmal die Seelen bekommen, die können wir uns mal eben anschauen. Seele der Untergangskönigin Elana. Seele der Untergangskönigin Elana, die neben dem schlafenden Drachen des ewigen Heiligtums ruht. Dieses Kind der Finsternis begleitet den Drachen und sammelt Seelen für den bevorstehenden Tag der Rache. Ja, der bevorstehende Tag der Rache, also wie Age of Darkness vielleicht. Seele des schlafenden Drachen Snee. Der Drache, Sin, ich sag immer Snee, er heißt Sin. Nicht Snee, Sin. Seele des Drachen Sin, der tief im Inneren dieses Landes schlummert. Der König erbaute eine prächtige Stadt. Der Drache schlummerte tief, bis Sir York ihn mit einem einzigen mächtigen Hieb störte und der Drache seine Gefangenschaft nicht mehr ertrug. Tödlicher Regen stürzte die Stadt und stellte die Reinheit des Drachen wieder her. Ah ja. Was haben wir hier noch? Thronwächterseele. Okay. Gut, dann haben wir jetzt noch einen Ring bekommen. Und zwar Yorks Ring. Also York ist der Typ, der hier den... wehrt manchmal Zauber ab. Ah ja. York ist ja der Typ, dem wir da hinten da begegnet sind. Das ist dieser Tote, der hier rumliegt. Das ist York. Hallo York. York ist leider gestorben im Kampf gegen Sin, denn er hat Sin erweckt und damit den Untergang seiner Stadt heraufbeschworen. Rennen. So, jetzt haben wir noch diese Krone bekommen. Wird die als Rüstungsteil angezeigt? Yep, das wird sie. Krone des versunkenen Königs, der einst dieses Land regierte. Der König erreichte das ewige Heiligtum unter der Erde zu Ehren des großen Drachen. Doch das turmhohe Bollwerk stürzte kurz nach Erwachen des Drachen mitsamt dieser Stadt ab. Doch dies geschah vor langer Zeit. Heute erinnert sich niemand mehr an des Königs Namen. Ja, genau. Das ist gut. Wir nehme ich auch nicht mehr. An sich aber ein schöner Kampf, muss ich sagen. Es ist ein Kampf, wie ich ihn in Dark Souls mag. Er ist gemein, aber fair. Nicht so wie der Kampf gegen Elana, den ich wesentlich schwerer fand, den ich auch ohne Zombie gar nicht geschafft hätte, weil wenn die da mehrfach Fellstedt beschwört, ist der Kampf einfach nur sehr unfair. Ja, der hier nicht, denn der war eben zwar zeitaufwendig, ich will nicht sagen, ich habe es leicht geschafft, aber mit ein paar Übungsschritten, die eigentlich die Grundprinzipien von Dark Souls, seine Bewegungen lernen, seine Attacken lernen und dann einfach ausweichen, ausweichen, ausweichen. Und damit habe ich es dann letztendlich auch geschafft. So, und damit endet auch der erste DLC Crown of the Sunken King. Und wir werden in der nächsten Folge schon weitermachen mit dem zweiten DLC, nämlich Crown of the Old Iron King. Auch ein sehr cooler DLC, ein sehr schwerer DLC. Ich bin schon sehr gespannt, ich hoffe ihr auch. Und ja, in diesem Sinne sage ich mal, gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal, BB, euer Hyuga.